I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You better be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh, shh, shh. Chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Down. Stay out of sight. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Max Payne 3. Ja, Passos wird Vater, was? Und wir befinden uns hier an irgendwelchen... an irgendeiner Bushaltestelle. Wir sind gerade auf einem Busfriedhof. Ja. Zack. Ah, jetzt muss ich wieder nachladen hier. Zack, weg da, weg, weg, weg. So, den haben wir auch erledigt. Oh, fuck. Runter. Ich will nicht noch jemanden töten. Beziehungsweise, ich möchte nicht schuld sein dran, dass noch jemand stirbt. Ja, das ist ein bisschen grob gesagt, das stimmt allerdings. Oh, Scharfschütze, toll. Giovanna, just wait there. I'm going to be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, now! Von wo? Eins. Zwei. Der lehnt sich schön am Hintern vom anderen an. Ist ja auch schön warm, wenn man schon tot liegt, dann wenigstens warm. Ach ja, stimmt. Nach goldenen Waffen suchen. Das wäre auch mal eine schlaue Idee. Ah, hier gab es jetzt keine weiter. Oh, ich muss unbedingt ein paar Tabletten schlucken. Aha, was haben wir hier? Teil der goldenen FAL. Nehmen wir mit. Warum nicht? Hallo, ich bin der Max. Was soll ich denn sagen in der Situation, hä? Also weißt du. Ganz ruhig. Das ist eine Tankstelle. Hier geht gleich wieder was in die Luft. Ich sehe es schon kommen. Zack. Drei Schüsse, drei sinken zu Boden. Ah. Zack. So, zwei Schüsse und zwei sinken zu Boden. Ah, wer war das? Ja, toll, danke. Von hier aus kann ich dich nicht erwischen. Wenn ich schon sterbe, dann nehme ich wenigstens noch jemanden mit. Komm schon, schade. Ja gut, das versuchen wir doch gleich nochmal, nicht wahr?
Gut. Lauf! Ihr Schweine! Ja, das dachte ich mir, die erwischt's. Die Granate, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Das hätte jetzt ganz und gar nicht sein müssen. Zack, zack. Ah, du warst das. Ja, das war schön. Was zur Hölle? Ja, wenn die Munition leer ist, ist das natürlich ziemlich unnütz. Also doch ein bisschen taktischer regeln. So, wer sonst noch wer? Ein paar Kugeln habe ich noch, Leute. Ah, du Sack! Zack! Herzlichen Glückwunsch, kauf dir was dafür. Den Rest darfst du behalten. Oh, Hilfe! Zack! Zeig dein Schädel, zeig dein Schädel. Yay! Sehr schön. So, jetzt heißt es aber erstmal Munition sammeln. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Die können wir nicht tauschen, also haben wir die. Dann nehmen wir noch hier das Gewehr mit. Noch ein bisschen Munition dazu. Können wir hier auch noch ein bisschen Munition einsammeln. Okay, okay. Ah, Tabletten. Was untersuchen? An army of paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Ganz ruhig, Kleine, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Soweit ist doch alles ganz gut gelaufen. Wir haben ein bisschen was gesprengt, aber hey, was soll's? Oh mein Gott, Max! Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. Ah, Passos ist auf dem Weg, alles klar. Marcel thinking going in there by themselves. Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering. Tja, die Broncos, die gibt's bald nicht mehr. Genau genommen lebt ja jetzt nur noch der eine Bruder. Und der hat entweder was damit zu tun oder wird auch noch sterben, denke ich. Eins von beiden. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Right. Hm. Right. Got it. Alles klar. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. I guess that meant neither could I. Well done. Genova. Stay close and keep quiet. Ah, da drin sind ein paar Freunde. Ach nee, da kommen welche. Und wir sind schon wieder in der Lagerhalle. Oh, das wird brenzlig. Ja.
Wunderbar. What now? There's no way down. Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. So tapferes Mädchen. Mach, dass du wegkommst. So, ihr habt doch nichts dagegen. Ihr braucht die ja eh nicht mehr, ne? Wenn ich mir jetzt hier erstmal ein bisschen... Ah, da liegt schon das, wonach ich suche. Teil der goldenen M4 Super 90. Alles klar. Hier haben wir auch Waffen rumliegen, aber ich denke, ein goldenes Waffenstück werden wir jetzt hier erstmal eh nicht mehr finden. Also geht... Oh, falsche Seite, das sehe ich jetzt schon. Kommen wir hier hoch? Ach so, ja, stimmt, die Treppe. Ach nee, da komme ich auch nicht hoch. Hier war was zum Angucken, habe ich das richtig gesehen? Ach, sieh mal einer an, Knopf. Ja, Knöpfe drücken, das beherrsche ich, das kann ich. Ist ein harter Ausbildungsberuf mit Berufsschule und 5 Jahren, ne? Ist schon heftig, wenn man Knöpfe drücken will. Ein Knopf drücke. Ruhe! Ihr sterbt ja eh gleich. Zack. Dort, du Sack. Da hast du. Freut dich das jetzt? Ich hoffe, das wäre es wert. Boah, du hast aber auch einen Dusel, mein Freund. Dass nicht eine Kugel getroffen hat, nicht ein Querschläger hat den erwischt, der Sack. Ups, jetzt habe ich doch da hinten irgendeinen Knopf. Oh, wie viele muss ich denn noch? Mir gehen langsam die Pillen aus. Ah, genau genommen habe ich gar keine mehr. Ich lieg hier nur ein bisschen rum. Schon erledigt. Oh, oder auch nicht. Oh oh. Von wo? Au, von wo denn? Ah, Hilfe! Okay. Ich denke, damit ist Feierabend. I think so. There must be a way to drop those stairs down. Ja, probier's mal mit dem Knopf drücken. Yay, sie kann auch Knöpfe drücken. Hätte ich nicht gedacht, dass die auch eine Ausbildung zum Knopfdrücker gemacht hat. So, hier ist der zweite Bereich. Hier gucken wir uns auch erstmal um. Vielleicht gibt's hier auch noch eine goldene Waffe. Ein Stück vergoldete Waffe. Ich warte darauf, dass du ruhig bist. Also lass mich in Frieden. Sieh mir eine an. Hier haben wir das zweite Stück zu dem Gewehr. Her damit. In dem Büro finden wir bestimmt noch ein paar Schmerzmittel. Oder? Ja. Breakfast of Champions. Frühstück der Helden, lol. So, ich bin da. Let's get the hell away from here. One, it's okay. Right behind you. Wir haben auch noch ein Büro. Hier können wir sogar... Ach nee, Fernsehen. Und was läuft denn heute? Ah, der wieder. Der läuft irgendwie immer. Geh weg. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So, hier ist zu... Wieso nimmt er denn immer eine andere Waffe? Ich will jetzt das Sturmgewehr in der Hand haben. Ist denn das so schwer? Hallo?
So, da haben wir noch einen erledigt. Ah, Hilfe. Schade, die Waffe ist leer. I believe I can fly. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part zum Max Payne 3 wieder. Macht es gut, euer Lord Peter. Aber ich bin im Bus.